Willkommen zur heutigen Folge, in der ein einzelnes Buch im Mittelpunkt steht, welches von Michael Alt im Jahr 1968 veröffentlicht wurde. Didaktik der Musik, Orientierung am Kunstwerk. Dieses Buch bildet die Grundlage der sogenannten Kunstwerkorientierung, deren unmittelbarer Einfluss zunächst auf die Fachdebatte innerhalb der Musikpädagogik beschränkt blieb. Das war bestimmt auch den zeitnah sich abspielenden gesellschaftlichen Umbrüchen, wie zum Beispiel der Studentenbewegung, geschuldet. Plötzlich gerieten viele gesellschaftliche Bereiche gleichzeitig in Bewegung und die Aufmerksamkeit richtete sich schnell auf fortschrittlichere Überlegungen zur Pädagogik und Musikunterricht. Gerade rückblickend lässt sich aber feststellen, dass Alt einige der damaligen drängenden gesellschaftlichen Themen in einem großen Bogen zusammengeführt hat und sie in einer umfassenden Musikdidaktik aufschrieb. Aus heutiger Sicht mag dies keine große Überraschung sein und niemanden mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Aber damals ist Alt tatsächlich so etwas wie der erste große Wurf einer Konzeption von Musikunterricht gelungen. Zunächst werden wir uns in einem Video mit der Person Michael Alt beschäftigen, da sein Lebenslauf vor, während und nach dem Nationalsozialismus doch ein paar Fragen aufwirft. Im nächsten Video werden wir uns das Buch, in dem er seine Konzeption aufgeschrieben hat, einmal überblicksartig und das erste Kapitel genauer anschauen, in dem deutlich wird, welche gesellschaftlichen Bedingungen seine Gedanken prägen. Im dritten Teil geht es dann um die vier Funktionsfelder des Musikunterrichts, die Alt als wesentlich für jeden Musikunterricht ansieht. Drei der vier Felder werden hier schon genauer vorgestellt und das umfangreichste Feld, die Interpretation, bekommt dafür ein eigenes Video. Das ist also der vierte Teil des Moduls.